Und weil der Prinz von Persien im Finale steht, da hat er schon mal vorgesorgt mit dem Kilopinatencreme. Ich dachte, das ist doch eine tolle Idee für ein Intro. Am Ende des Tages ist es mir auch total egal. Ja, willkommen. Zurück zu... Ich muss hier erstmal wieder reinfinden. Ich konnte Dingens machen, genau. Ich muss erstmal wieder klarkommen. So generell, aber auch in dem Spiel. So, ne? So. Ja, ich finde es gut, dass ich das frühzeitig... Das war ja auch piss einfach. Wie trifft mich das denn? Muss ich mich schon wieder aufregen? Warum denn? Das will doch keiner. Und am wenigsten ich selbst. Ah. Das Spiel meint das schon ernst, oder? Ich nur mal so, nur Interesse habe mal nachgefragt. Das ist schon ernst gemeint, oder? Ja, im letzten Mal irgendwelche Fähigkeiten und der Einstundensgebühr, die ich gesprochen habe, er existiert. Ich habe es geschafft, dieses rechte Areal da beim Zug von Dingens früher hinzukommen. Allerdings fehlen mir die Fähigkeiten, um weiterzumachen und es bringt gar nichts. Das war so frustrierend, als ich es gefunden habe. Ich bin so ausgerastet und dann, ja, kannst aber nicht weitermachen. Das Schicksal eines Speedrunners. Manchmal. Das klingt ja so, als wäre es immer so, aber... Das kann durchaus mal passieren. Das wird wieder rotieren, oder? Ja. Nö, das rotiert gar nicht. Ist ja einfach. Nur eine Tür trennte den Prinzen von dem, was im Palast war. Die Kreatur, die Klinge. Und die Chance, seinen Fehler wieder gut zu machen. Was für ein Fehler? Ich habe überhaupt keinen Fehler gemacht. Diese würde sogar dem Feuer der Hölle widerstehen. Das klingt als wie eine Herausforderung. Das Spiel will, dass ich das kaputt mache. Es ist ein Schloss, eines der stärksten überhaupt. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Wer hat das gebaut? Das alte Volk. Aber wer ist dieses alte Volk? Und wer ist das neue Volk? Seine Konstruktion wurde sind wir das Volk? Durch die Alchemie die Gesetze von Zeit und Raum verändert. Dein Volk? Ah, also hast du doch hier gelebt. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen die Magie beschwören, die dieses Tor öffnet. Ich werde einfach außenrum gehen. Ich werde nicht außenrum gehen, aber ich habe mein Bestes gegeben, ganz ehrlich. Mehr konnte ich nicht machen. Das Problem ist, seit ich diesen 1-Stunden-Skip quasi gefunden habe, also theoretisch, aber nicht praktisch. Man ist so motiviert und denkt, ich krieg alles kaputt in diesem Spiel. Dabei ist es nicht so, aber es... Was? Warum? Könnte ich eigentlich, das würde mich mal interessieren, kann ich? Ich meine, die Ringe kann ich ja nicht hintereinander setzen, aber... Nee, das geht auch nicht. Die haben sich schon was dabei gedacht. Die Bösewichte, die uns aufhalten ja sollen, sind wohl im Urlaub. Abgesehen davon muss ich nicht trinken, um einen Speicherpunkt zu bekommen. Das ist nur, wenn man das Leben auffüllen möchte. Man merkt, ich habe ein bisschen mit dem Spiel ein bisschen rumgehen, ne? Und, die griechischen Armeen bezwingen. Ich habe ein bisschen rumprobiert und einiges über das Spiel rausgefunden. So. Aha. Das Ding ist, ich habe natürlich nicht weiter Sachen probiert, als wie der Let's Play-Spielstand quasi geht. Ich will mich ja nicht spoilern. Und das ist... Ich meine, dann hat man die ganzen Fähigkeiten halt nicht und muss damit irgendwie leben. Und sich dann aber wieder daran gewöhnen, wenn man sie wieder hat. Schönes Erfahrungs... Punktezeug, da komme ich her. Da will ich hin, kann es sein? Ja, als ob er das nicht überlebt. Wie er sich noch anstellt. Absolut lächerlich.
Hallo! Ist richtig schön runtergefloatet hier. Was auch immer das deutsche Wort dafür ist. Runtergeglitten. Als ich wünschte, hast du entschieden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Ja, natürlich. Natürlich. Du brachtest mich in dein Land, das ich erst befreien muss, bevor ich es gewinne. Prinz, ich würde der gar nichts erklären. Ich weiß doch ganz genau, was sie gemacht hat. Himmel, nein. Oh Mann, ich kann ja hier, ich bin ja. Ja. Ich will mir gar nicht ausstehlen, Alter. Super easy. Autsch. So easy ist es dann scheinbar doch nicht. Oh, Prinz, jetzt. Also jetzt stellt sich aber auch wirklich an. Mal ganz ohne Witz jetzt. Absolut Lächerlichkeit. Ja, komm, was auch immer. Ich kann nicht mal beginnen, den damit verbundenen Schwachsinn zu verstehen. Ich meine, warum? Ich weiß, ich kann einen Wandlauf machen. Und er zeigt in die Richtung und er springt ab. Absolute Perfektion, echt. Ah, was auch immer. Lest mit durch da. Das Erfahrungszeug kann ich mir auch sparen. Scheiße, alle brauche ich nicht. Weg. Und abgehen. Als ich mir ein Königreich wünschte. Ja, erklär mir bitte nochmal, was hier gerade passiert ist. Oh meine Güte. Ich verstehe nicht, was du meinst. So geht geistige Behinderung. Echt Wahnsinn. Dass ich erst befreien muss, bevor ich es gewinne. Im Prinzip ja. Langsam denkt ihr wie ein Djinn. Himmel, nein. Ist das schon Djinn-Rassismus? Wie er das so. Himmel, nein? Was soll das. Was impliziert denn das? Jetzt geht. Ich versteh's nicht. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe ja ein paar Mal so die ersten 20, 30, 40 Minuten durchgespielt und es macht wirklich Spaß, wenn das Spiel nicht so unglaublich nervig ist wie gerade. Wenn es einmal passiert, du bist in diesem Mindset und dann kommst du nicht mehr raus einfach. Im negativen Mindset. So, jetzt nochmal. Es ist tatsächlich nicht allzu schwer. Ist es scheinbar schon. Dann habe ich ja nichts gesagt. Mir doch egal. Okay. Ah, dann komme ich mit den Fallen klar. Als ich mir ein Königreich wünschte, hast du entschieden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Oh ja, das habe ich ja noch nie gehört. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Du brachtest mich in dein Land, das ich erst befreien muss, bevor ich es gewinne. Hallo? Im Hallo? Prinzip, ja. Langsam denkt ihr wie ein Djinn. Die spielen mich verarschen? Was geht denn? Meine Fresse. Übertrieben unnötig. So, jetzt pass auf. Und jetzt kann ich. Ich kann einen Scheiß, kann ich hier weitergehen. Das habe ich mir vollkommen anders vorgestellt. Hier, ja gut, so kann ich einfach hoch. Das ist ja einfach. Absolut zum Kotzen. Wie ist aus der Unterwelt? Fantastisch. Gehe ich mal hochinteressiert dran vorbei, wenn es geht. Ciao und tschüss. Oder runter ist mir auch recht. Ich muss sagen, die freie Kamera viel besser. Feuerwehr. Das Feuer längst erloschen ist. Wir müssen es wieder entfachen. Das ist irgendwie eine interessante Logik. Wie üblich habe ich keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, genau, ich auch. Also ich auch nicht, offensichtlich. Irgendwas mit heiliges Feuer. Super. Das ist tröstlich zu hören.
irgendwas mit komischen Bodenplatten. Und dann muss ich da hoch, okay. Und gekämpft wird auch noch, ja, das ist doch fantastisch. Dann mache ich die halt erst so fertig. Ich finde es gut, wie ich Z halte. Ich glaube, ich habe Spiel. Ich halte Z, aber das Spiel sagt sich ja, Pech gehabt. Geblockt wird heute nicht. Fahrst du dieses Ding? Alter, diese P-Sexe geht mir so auf. Jetzt muss ich das. Ja, super. Es. Und zurück zum Brunnen ist doch perfekt. Und alles noch. Na gut, das heißt alles. Also. Schon ein bisschen übertrieben. Ich finde es gut, wie ich im Tor gerade tatsächlich drin war. Warum auch nicht? Die Katze kenne ich auch noch nicht. Danke dafür. Jetzt machen wir es mal ganz anders. Kann ich denn? Ist an sich erstmal sehr gut. Ich hätte nur ein bisschen weiter rüber gemusst. Kriegen wir auch noch hin. Autsch. Ja, komm, unfair. Ich werde mich diesen Kampf entziehen, das könnt ihr aber wissen. Fuck. Geh weg. Komm schon. Boden. Eins. Nein. Ich hasse alles. Ich werde das hinkriegen. Ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Ah. Warum muss ich mich immer aufregen bei diesem Müll? Okay, letzter Versuch. Danach kämpfe ich wirklich. Ich krieg das hin. Das Ding ist doch, wenn ich mal bei der Platte bin, dann ist Ende. Feierabend, dann ist fertig. So. Kann ich erstmal die Platte aktivieren zufällig? Nein, kann ich natürlich nicht, weil die Kamera wieder hart für den Arsch ist. Kann ich, okay. Geistige Behinderung in Gegnerform. Okay. Und das muss ich wieder aufladen. Was für ein Haufen Scheiße dieses Spiel. Mach mal die ganze Sprungattacke 180 Mal. Ja, komm. Wo auch immer ich den Mitleidsand her hatte. Und dann geben sie einem schon super Fähigkeiten, dann kann man Scheißdreck damit machen. Ich meine, warum überhaupt dann? Sprung. Sprung. Und immer können sie während dem Sprung nichts machen. Wäre noch schlimmer, wenn das gehen würde. Dann wäre ich so aufgeschmissen. Ja, komm jetzt. Piss dich. Meine Arme schmerzt und meine Beine und der ganze Rest. Nur am Jammern, der Junge. Kann auch nichts anderes, ey. So. Da komme ich also nicht hin.
Dann gehe ich ja den normalen Weg für Langweiler. So, ah ja, natürlich. Wäre auch sonst zu langweilig. So, und hier das Gitter kommen wir auch nicht. Könnte ich außen rum? Alles klar. Und vollkommen gefickt. Diese Dinger sind aktiviert, aber was bringt das überhaupt? Hier rüber, gut. Das reicht aber hin und vorne nicht. Ich muss dahin, ich verstehe es schon richtig, ne? Toll, jetzt bin ich beim Tor und es hat überhaupt nichts gebracht. Ach, Leute, Leute, Leute. Was soll denn das? Was? Oh. Das ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich hier drauf gehe, beende ich die Folge direkt. Ich kann aber sowas von wissen. Der Sprung reicht nicht, das kannst du vergessen. Aber wie soll das von... Wenn ich den Kampf nochmal machen muss, dann habe ich die Schnauze voll. Sag mir, der Kampf ist schon gemacht. Noch besteht Hoffnung. Nö, könnt ihr vergessen. Ich werde nicht physisch ausrasten, weil ich letztes Mal meinen Nunchuck kaputt gemacht habe, den Analogstick davon. Der ist leider zerbrochen. Und ich habe noch den Nunchuck. Wenn der kaputt geht, kann ich das Spiel nicht mehr spielen, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Ich hätte auch geplant, 2 Folgen aufzunehmen, aber nö. Das Spiel kann mich mal hart am Arsch lecken. Bis morgen. Vielleicht auch nicht mehr. Scheißegal! Dreckswichse!